Hallo zusammen, hier ist wieder Eutela und heute bin ich hier dafür euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar level ich heute meinen Drustilla ein bisschen weiter. Mittlerweile sind wir Stufe 85. Ich bin vorher gerade noch an Level aufgestiegen, wo ich meinen Joghurt nebenbei gefuttert habe. Das hatte ich jetzt noch nicht in der Aufnahme. So, hier, Stunde beginnt auch wieder. Und ich muss dran denken, dass ich mittendrin meinen Trank refreshe, weil ich den vorher kurz vorm Instanzabschluss nochmal benutzt habe, ne? Jetzt im Stream, ihr dürft mich gerne dran erinnern. Ja, wir gehen jetzt lieber mal noch MOP-Innis. Ich hatte nämlich gerade schon, sagen wir mal, so ein paar schlechte Erfahrungen mit Cutter-Innis gemacht. Da hauen die Mobs doch anscheinend einen Ticken mehr raus als hier in... Oh shit, ich wollte rappen. So, halt, stopp. Ich gehe nochmal raus und rap kurz. Teil 2. Ja, ich glaube Teil 2 ist es nicht, aber Teil X ist es quasi. Weiß es gar nicht. Mit Monk war ich schnell durch. Da hatte ich, glaube ich, insgesamt... Nur 13 oder 14 Teile auf 110, ne? Das ging eigentlich voll klar. Mit dem wird es ein bisschen länger sein, ne? Weil der Monk hat ja den 50% mehr EP-Buff. Das merkst du natürlich. So, okay. Also, ne? Du kannst hier eine schnelle Art machen oder eine langsame Art. Und zwar... wir machen jetzt mal die schnelle Art. Ich hoffe, das klappt. Mhm. Oder wir... Lauf komplett durch, trigger den Boss... Und, desorientier alle. Wird wahrscheinlich, schief gehen. Ich hab's jetzt... bei dir noch nie gesehen, dass es funktioniert. Fuck, ich bin voll gestunt worden. Okay, ich bin so dead. Hast du mal geslowt? Komm, mach mal weg. Der eine Typ ist gerippt. Ist noch nie ge... Also... Es kommt halt immer drauf an, wie der Heiler heilt und wie die DDS Damage macht. Das geht schon. Kick diese nochmal alle weg, heil mich hoch. Du hast halt den Vorteil, dass du dann den Boss instant triggern kannst, ne? Das hast du halt früher im Challenge-Mode auch schon gemacht. Hast dann die Mobs hier totgezerrt. Weil die labern halt 5 Jahre gefühlt. Weißt du, deswegen, wenn du die Mobs halt, wenn du die Mobs hier reinziehst und hier tötest, dann kannst du halt während einem Dialog die Dings killen. Schon, das hat jetzt geklappt. Wunderbar. Challenge Mode ärgere ich mich noch immer, dass ich es verpasst habe. Als Paladin dieses Set mir da zu erspielen. Das sieht so cool aus, dieses Blaue mit den Flügeln. Das sieht bei den meisten Klassen ziemlich nice aus, ne? Ja, das du trägst es ja auch noch mit deinem Main, ne? Mit dem Hordenschar, ja. Dass ich die Chars auseinander kenne. Also ich hab's mit dem Hordenschar, habe ich das Set an und mit dem Ali-Char quasi das Schwarze, was ich mir einmal zusammengebastelt habe. Schon das Mock-Set. Und lustigerweise, dieses schwarze Set, was ich mir zusammengebastelt habe, ne, das ist ja aus allen möglichen. Also das habe ich mir irgendwann. In Wrath of the Lich King habe ich mir das Set gemacht, ne? Und das ist nämlich aus, ein paar Teile sind aus Uldur, ne, ein paar Teile sind aus Nax, ein paar Sachen sind aus BC, HC, also das ist wirklich ein paar irgendwie aus irgendwelchen Sachen, was du herstellen konntest. Also es ist wirklich willkürlich zusammengebastelt, passt aber vom Style gut zusammen. Und in Legion haben sie ja in der einen Inni, in dem Helia-Laden da, haben sie das gleiche Set drin, bloß mit einer anderen Farbgebung. Und ich habe mir das in Wattle schon gebaut, die Items zusammen, ne? Die haben es bei dir abgeguckt, Blizzard. Die müssen sie, ja, weil es aus allen möglichen Contents war, das Zeug. Und die ganz gleichen Items, bloß mit einer anderen Farbgebung, sind jetzt da als Set drin gewesen. Also dieses Set, was du, ich weiß nicht, jetzt kannst du es dann, glaube ich, gar nicht mehr holen, weil du musstest, oder? Warte, es gibt zwei Sets, ne? Es gibt einmal das Set, was du gekriegt hast, wenn du den Boss umhaust, und dann gab es ja noch das andere... Set, was du durch diese Quest bekommen hast. Man hat relativ schnell ein ganzes Set gekriegt. Das habe ich, erinnere ich mich auch noch. Sag ich mit Kette, mit Stoff und mit Platte, meine ich. Da gab es so ein Set, wenn du nicht gestorben bist. Oder war das das oder war das ein Achievement? Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. War das einfach nur das Mythic-Set? Das konntest du nämlich auch verkaufen, ne, am Anfang. Und das haben sie dann irgendwann wieder geblockt, dass du das verkaufen kannst. Und ich habe es zweimal bekommen, ne? Da ging ja auch wieder dieser Trick mit dem Twink online sein. Und dann kriegst du
kriegst du das zweimal zugeschickt per Post. Ne? Und ich hab aber gar nicht dran gedacht. Dann habe ich das mit dem Main gehabt und habe das dann quasi mit dem Twink nochmal hergeschickt. Und das wäre halt 200.000, 300.000 Gold wert gewesen. Oder wahrscheinlich jetzt halt noch mehr, weil du es nicht mehr kriegen kannst, das Set. Ne? Und ich logge mit dem Twink mal wieder ein, habe den Postkasten voll und denke mir, was ist denn das für eine komische Truhe? Ne? Mach die Truhe auf. Und in dem Moment, wo das Set rausprockt, denke ich mir, scheiße, das hätte ich ja verticken können, ne? Oh, das war echt bitter. Ja, ich bin voll weggestunt. Ich hätte die weiterziehen müssen. Also du warst nur online mit einem zweiten Account und dann hast du Genau. es gekriegt. F viele Geschichten, wo du irgendwas bekommst über ein Achievement, und du mit dem zweiten Account gleichzeitig online bist, es ploppen bei beiden immer die Achievements auf. Also kriegst du Sachen doppelt. Das hat ja früher mit diesem Sattel auch gut funktioniert, ne? Deswegen habe ich ja jetzt noch ein paar Sättel rumliegen. Da hast du Arena gespielt, die 100 Wins gemacht, warst mit dem anderen Char noch online und der hat halt, bei dem ist halt auch das Achievement dann aufgeploppt, halt gleichzeitig. Und dann hast du halt zwei Sättel gehabt, ne? Und mit dem hätte es auch funktioniert. Bloß, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Dann muss es aber schon durch ein Achievement gewesen sein, ne? Wenn ich mit dem dann auch das Zeug gekriegt habe. Das weiß ich, das wäre wahrscheinlich heute ein paar hunderttausend Gold wert, ne? Weil du es nicht mehr kriegen kannst. Und so schlecht sieht das Set nicht aus. Ja, und ich Depp hab dann einfach ich schaue im Postkasten und denk, was sind das für eine Kiste? Erstmal aufmachen, ne? Und in dem Moment, wo ich's aufgemacht habe, habe ich registriert, dass das jetzt ziemlich dumm war, was ich getan habe. Naja. Passiert. Ich glaube, irgendwann haben die das umgepatcht, dass du es nicht mehr verkaufen kannst. Aber ich glaube, du musstest Helia Mythic machen. Und also du musstest den ganzen Laden machen, ohne dass du stirbst, war es, glaube ich. Das Achievement. Dafür hast du nämlich nochmal ein extra Set gekriegt. Ich müsste das auch hier drin haben, in dem unter Sets, wobei, ja, mit dem Char wahrscheinlich nicht, weil er noch nicht hoch genug ist. Hast du das trotzdem drin? Ich habe ein anderes Set im Kopf. Das hast du schon, glaube ich, bei LFR auch gekriegt. Hier, ja, genau, da gab's, es gab auch so Sets, aber das hier ist es, glaube ich. Zeithüter, das müsste es sein. Es sieht halt genauso aus wie das, was ich mir geholt habe. Bloß halt hier in so bronzemäßig. Gut, das sieht jetzt bei dem Kultur des Menschen echt scheiße aus. Aber ja, geht zumindest in die Richtung. Dann gab es halt noch die normalen Sets, die auch in dem Laden drin waren. Wo hier sein. Das haben halt damals Leute immer hart vertickt, ne? Weil Helia Mythic war halt damals noch relativ knackig. Und nicht zu sterben halt auf jeden Fall, ne? Also durfte es ja im Ganzen. Ah, okay, ihr habt den geschiebt. Ich wollte ihn jetzt eigentlich hinter die Ecke ziehen. Wenn du hier hinläufst, dann kannst du da Okay. eigentlich alle Mobs cleaven. Die kriegen Ja, zwar den gut. Buff, aber das lohnt sich trotzdem mehr, die zu cleaven. Ich habe keinen Kick ready. Problem ist, ich werde halt den ganzen Zeit gestunt, weil ich jetzt nicht großartig weglaufen kann. Sonst rennen die Mobs halt wieder auseinander. Aber dann könnt ihr wenigstens ordentlich reiner ehen, dann passt das. Ist die Rüben auf meinen Nacken? Was ist jetzt mit euch los? Boah, Nimmer habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört, ne? Ich meine, so schnell haust du den Boss am schnellsten um, ziehst die Viecher zusammen, cleavst sie weg und dann kannst du den Boss machen. Weil wenn du CC ist, ist es zwar sicherer quasi, aber es dauert halt wesentlich länger. Von 9 Monaten von der FL gekickt, okay. Warum ist das vorgefallen oder wolltest du einfach ein bisschen aufräumen? Geht er down? Muss ich mal gucken. Du hast aufgeräumt, okay. Ja, ist ab und an gar nicht mal so blöd, da ein bisschen auszumisten.
Vor allem, wenn man dann wieder aufs Cap zuläuft, ne? Mal fehlt mir jetzt noch eine Truhe? Ach shit, mir fehlt noch eine Truhe da oben. Ich Vollidiot, habe eine anscheinend nicht aufgemacht. Nicht, dass ihr irgendwie Stress habt oder so. Ich soll vielleicht mal die ganzen anderen Quests, die ich nicht mehr brauche, abbrechen. Hier, Höllenhalbinsel, die werde ich sicher nicht mehr machen. Weg damit. Ja, da habe ich richtig viel gequestet, ne, in der Höllenhalbinsel. Ganze fünf Quests oder so habe ich da gemacht. Verschmettete Hallen, die mache ich auch nicht mehr. Was haben wir hier? Ja, das Dings. Ja, vielleicht quest ich nachher noch, wenn wir länger brauchen, bis wir die Procs kriegen. Ja gut, ich sag mal so, man muss ja eigentlich nicht die Leute runterkicken. Außer man läuft halt dahingehend, dass man Platzprobleme hat. Also ich habe eigentlich die Leute auch immer so lange draufgelassen, außer sie gehen mir auf die Nerven. Also ich habe schon manche Leute runtergekickt, weil sie mir einfach auf die Nerven gegangen sind. Also, ne, manche Leute checken halt auch nicht, wenn man versucht, einigermaßen höflich ein Gespräch zu beenden, ne? Die sich die ganze Zeit volltexten mit irgendeinem Käse. Wenn man schon immer so ganz kurze Antworten gibt, dann müsste eigentlich dann jemand checken, ja, der will vielleicht jetzt gerade nicht mit mir ein tiefgründiges Gespräch führen. Aber gibt so Leute, die sind da resistent, ne? Und da habe ich auch schon dann den einen oder anderen runtergeschmissen, der mir dann auf den Nerv ging. Oder so Kitty-Getue dann, boah, das ist mir dann auch irgendwann zu blöd. Nee, aber sonst habe ich die Leute eigentlich schon so lange draufgelassen, bis ich halt dann immer die Problematik hatte, dass ich am Cap war, ne? Und Cap war ja lange Zeit 100, dann haben sie es jetzt mal erhöht auf 200, aber es bringt halt auch nicht so viel. Vor allem, wenn du halt schon lange das Spiel spielst, und ich habe ja auch eine Weile Diablo relativ aktiv gespielt. Und das hast du ja dieselbe Liste, ne? Und da kommst du dann relativ schnell in die Bedrängnis, dass du keinen Platz mehr hast. Und ich habe ja auch viele Eventsachen immer gemacht, ne? Da für eine Gruppe oder eine Achievement-Gruppe, dann packst du halt da wieder 10 Leute drauf. Oder Gul'dan, die Leute habe ich auch auf der LFL dann gepackt. Mittlerweile schon wieder ein Teil runtergeschmissen und sowas. Wenn du halt verschiedene so Eventsachen organisierst, dann wird die Liste relativ schnell voll, ne? Und dann kommen natürlich mit YouTube, es sind dann halt auch einige Leute noch angekommen, die da unbedingt drauf wollten. Und dann, ja, hast du halt schnell Platzprobleme. Deswegen muss ich jetzt schauen, dass ich add jetzt halt eigentlich so keine Leute mehr, außer unter bestimmten Voraussetzungen, ne? Okay, das ist 190 Leute von der. Ja, da warst du ja auch schon fast am Cap dran, ne? Jetzt muss ich gleich mal das Fenster zumachen. Jetzt wird es langsam ein bisschen kühl hier drin. Ich bin eh schon ein bisschen erkältet. War gestern ein bisschen zu lang draußen unterwegs. War es doch ein bisschen kälter, als ich dachte. Und gezogen hat es wie Sau. Bin im Wald rumgelaufen, ja. Also auch untypisch für mich. Bin eigentlich nicht so der Naturbursche. Ein Date im Wald. Ich bin halt mit der spazieren gegangen, weißt du, also. Wenn die Frage kannst, dann kannst du ja auch nicht sagen, hier, nö, hab ich keinen Bock drauf. Also, da bist du halt erstmal, ne. Bin über eine Stunde da rumgeharscht. Ja, ein bisschen Sport muss auch mal sein. Ja, ein bisschen schwul muss auch mal sein. Falschen Leute in Schutz genommen. Die falschen Leute aus deiner Perspektive, oder? So, eine Waffe. Die sollten im Low-Level-System irgendwie die Drops ändern. Die sollten dir irgendwie Items bringen, die deine Heirloom-Sachen upgraden oder so, oder dass du irgendwie so einen Bonus hast, weil du freust dich gar nicht mehr so über den Loot, wenn du irgendwas bekommst. So, jetzt muss ich mal fix Fenster zumachen. Ba-ba-ba-ba-ba-bam. Was für Ausgewählte? Wer sind denn die ausgewählten Leute?
Pullt wieder alles. Natürlich, ja, aber warum soll man nicht alles pullen? Also muss ja. Aber hier wirst du durchbetäubt, ne? Ich bin nur im Stun. Hat alles sein Für und Wider. Ich liebe diesen Laden hier. Wenn du nach dem zweiten Boss quasi Leute hast, die nicht wissen, was sie tun und in alles reinlaufen und adden, weil dann wird es hier richtig, richtig schwierig. Aber jetzt war mal in jeder MOP-Ini, ne? Einmal drin, oder? Also Brauerei, ja, der Tempel Mogushan. Und Dings, ne? Das nächste wäre jetzt New Zao, aber da musst du 83. Aber ich glaube, jeder ist 83, oder? 85? Sieht gut aus, dann können wir eigentlich nochmal MOP melden. Ja, 80 bis 90. Ich glaube, das ist von keinem der Favorite-Level-Bereich. Fragst du mich jetzt ernsthaft, wie ich meine Dachfenster putze? Ich sag's dir ehrlich, gar nicht. Ja, wir haben hier alle Hui kommt mal so ein Fensterputzer, der macht das. Aber ich putze die ehrlich gesagt gar nicht, meine Dachfenster. Aber es gibt eine Funktion. Also ich habe die schon mal auch so sauber gemacht, aber wir haben mittlerweile so einen Fensterputzer, der da kommt und der macht die Fenster dann alle. Nee, aber du kannst, es gibt so eine Kippfunktion, also das Dachfenster geht ja eigentlich, es ist ja so ist schräg und geht ja so auf, ne? Es gibt aber so eine Funktion, dass du es irgendwie so anders kippen kannst und dann kannst du es so schräg reinkippen, dann kannst du auch die Außenseite vom Dachfenster putzen, das geht. Und ich wasche mich schon selbst, Anti, keine Sorge. Ich fühle mich so, also ich gehe nicht aus dem Haus, wenn ich nicht geduscht habe. Zum Beispiel. Mal schauen, ob irgendwer stirbt hier bei den Ads, ne? Die exploden nämlich. Hört, hört, ja, siehst du mal. Da siehst du mal. Warte mal, ich habe schon länger nichts mehr geskillt, ne? Ah, mit 90 kommt das nächste. Ja, gut. Da musst du echt gucken, dass du nicht bei den Kleinen daneben stehst, wenn die alle hochgehen. Weil das haut schon ganz gut Damage raus. So. Jetzt einmal rechts halten. Was, du bist gut gelaunt? Okay. Woher kommt's? Warum bist du denn gut gelaunt? Urlaub. Ich werde auch von jedem Ding erwischt, ne? Wenn ich auf den Chat gucke. Schwierig. Zum Glück kann ich shapeshiften, ne? Du, ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Naja, ziehen wir hier einmal Dings, Inka. Nee, was ich sagen wollte, du kannst das Dachfenster. Wie ist denn das? Oben habe ich so eine Leiste und die rücke ich nach unten und dann kannst du es quasi so reinschieben. Dann kannst du die andere Seite vom Dachfenster putzen, also es geht. Ich mache das so gut wie nie, aber es würde theoretisch gehen. Dann kannst du quasi oben die Halterung Dings und dann ist es nur noch an zwei Punkten und dann kannst du es quasi so hin und her kippen. Ja, also das geht mit dem Dachfenster. Mach mal ein Dachfenster-Guide. Warte mal, seht ihr das von hier? Nee, ihr seht das von hier gar nicht, das Dachfenster. Also von ich hätte es jetzt ernsthaft gezeigt, ne? Wenn ihr es sehen würdet, aber da reicht die Kamera nicht hin. Der Schurke guckt jetzt auch den Stream. Okay, alles klar. Warum erzählst du denn jedem in der Gruppe, dass ich am Streamen bin? Weiß ich nicht. Muss ja nicht jeder wissen. Dann sehen die, was ich für einen Käse mache. Nebenbei. So, jetzt esse ich meinen Joghurt erstmal weiter. Gehen wir jetzt zum Abwechslung sogar mal gucken. Brauchst du das? Hast du das nötig? Hast du überhaupt ein Dachfenster, Anti?
Wieso levelt denn der Anti eigentlich nicht mit? Er spielt eine Horde. Und die leveln gerade auch, glaube ich, Horde. Mit Dings, mit ihren Chars. Kann auch beide spielen. In der ist so ein eingefleischter Hordler, weißt du? Da muss er aufpassen. Am liebsten sind wir die. Letztens mit hier einmal aus der Gilde gesprochen, Dark Dizzy. Der spielt halt nur Horde. Und der meinte, ja, Allies sind alle so scheiße. Immer wenn er am Dingsen ist, PvP, farmen die dich immer solo ab und alles so ein Zeug, weißt du? Und du denkst, wenn du beide Fraktionen spielst, weißt du halt einfach, dass beide dir den Scheiß machen. Also das ist halt keine bessere als die andere. Was, du hattest vor Jahren einen Trainingsguide angekündigt. Was meinst du für ein Training? Also hier, Kraftsport oder was? Ja, da war ich ja noch gut dabei, weißt du? Und ich weiß gar nicht, habe ich sowas angekündigt? Ich meine nicht. Also da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber Bierbauchguide. Bierbauchguide. Ja, Bierbauch habe ich jetzt keinen, aber also ich bin halt bei Weitem nicht mehr so gut trainiert wie früher. Ne? Ich habe ja früher teilweise 5-6 Tage die Woche 2 Stunden trainiert. Da war das halt noch was anderes. Ja. Mittlerweile ziemlich faul. Jetzt seit 1-2 Monaten schaffe ich es zumindest einmal die Woche noch meistens, dass ich was mache. Ne? Aber da sind wir natürlich weit weg von dem, was ich damals gemacht habe. Ich muss mal gucken. Wenn ich's mal schaffe, meinen Tagesrhythmus ein bisschen umzustellen, vielleicht schaffe ich es dann wieder öfter, ne? Aber im Studium war das halt noch wesentlich leichter, da habe ich noch leichter die Zeit gefunden. Jetzt war es halt auch oft so, dass ich quasi Arbeit habe bis kurz bis 7 fast und dann halt nach Hause fahre und der Raid-Stream beginnt, ne? Da machst du halt zwischendrin nichts mehr. Das hat dann teilweise das Problem. Ich pull die jetzt hier mal nicht alle zusammen. Weil wenn die nicht gekickt werden, dann hast du relativ schnell ein Problem. Wie jetzt zum Beispiel. Ja, ich habe auch CD. Bei die heilen gar nicht so viel. Heu. Haben die nicht komplett vollgezogen sonst? Vielleicht auch Heroic oder mit deinem Challenge Motor. Aber eigentlich auch beim Leveln habe ich den Eindruck gehabt. Na gut, okay. Eigentlich habe ich immer pull ich die ersten 2 Gruppen zusammen, ne? Und wenn du dann Low Schaden hattest und die Leute nicht interrupted haben, dann bist du in den Gruppen gewiped, weil sich die einfach immer wieder gegengezogen haben und du dann nicht gegendamagen konntest. Ich versuche jetzt immer zu interrupten mit. Beim Drill Tank ist eigentlich ganz dankbar, du kannst mit Desorientieren einmal alle interrupten, mit einem normalen Kick und mit einem Typhoon. Also. Mage kann nur gezielt einmal 25 Sekunden lang unterbrechen. Naja. Na gut, das ist bei allgemein bei Caster, ne? Ja. Deswegen bin ich auch nicht so ein Fan von, wenn du eine Gruppe baust auf WM Plus oder so, wenn du nur Caster dabei hast, ist teilweise schon, Nur Midis ist auch kacke, ja? Aber nur Caster, wenn du eine Indie hast, wo du ein bisschen kicken musst, ist eigentlich ziemlich beschissen. High-M Plus sehen ja sowieso mal gleich aus aktuell. Du hast immer einen Schurken dabei. Einen, der Battle matchen kann. So eine Eule oder so. Dann Worry Tank. Kann ich gleich retzen. Ist Worry Tank am besten im Moment? Ja, der macht gerade aktuell sehr viel Schaden. Das ist mir bei Dedekan schon auch schon aufgefallen, dass du richtig ausbursten kannst. Ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund. Ich habe gehört, DK soll gar nicht mehr so krass sein. Weil er halt frisst wie nochmal was und die Heilung hält sich zwar gut, aber er stirbt einfach zu schnell. Ja. Aber ich habe letztens ein Video gesehen, es war auch ein Worry Tank. Der hat bei einem Boss angefangen und hat einfach 21k erstmal rausgeburstet. Und das ist halt krass, ne? Also als Tank über 20k auf ein Single-Target zu bringen, nicht schlecht. Ja, die haben ja diese Challenges gehabt vor kurzem, wo auch Method, NA oder EU mitgemacht haben. Da schreibt auch einer 2 Schurken und Monk. Ja, das war deren Hauptaufstellung. Und ey, du hast da manchmal Bombgruppen gehabt, wo 200k die Schurken machen und 200k ein Tank. Ne? Für einen kurzen Moment zwar nur, aber der kann mitmachen.
Deswegen krass. pullst du dann möglichst alles, also die ganzen Geister und den Boss zusammen, weil AOE-Damage ist da. So, richtig krass, wie die das spielen. Ah gut, wenn alle genug Schaden haben, du musst ja nur für eine kurze Zeit das überleben. Ja. Nicht schlecht. Aber Oh, haben die das... Gesetzlosigkeitsschurken, die gehen voll ab. Ich Haben die meine, die das haben ja nicht... fast immer Klingenwirbel ab. Aber ich dachte, das haben die umgepatcht, weil ich weiß schon auch noch, bei Zul hast du ja Rogues mitgenommen und diese Adds daneben getankt quasi, dass die so einen Haufen Single-Target-Schaden fahren konnten auch, ne? Und ich dachte, das haben die irgendwie gepatcht gehabt und dass das jetzt nicht mehr geht, weil du hast ja, glaube ich, ewig viele Combo-Punkte gekriegt, wenn du mehrere Ziele daneben hattest, ne? Irgendwie so war das ja mit den Rogues. Und, also... Genau kann ich es dir nicht sagen, aber irgendwie so um Dreh rum war es. Und das haben die aber irgendwann dann gepatcht gehabt und dann konntest du es bei Zul nicht mehr machen. Weil du hast ja bei. Okay, Ads. das war jetzt nicht so clever. Warum blinkst denn du da rein? Jetzt, ja, so haben es ja irgendwie 90% der Gruppen gespielt. Wir haben es auch mit 5 Rogues gespielt. Also Leute haben auf den Twink gelockt, weil die Rogues mit dem Shit dreimal so viel Schaden auf den Boss gemacht haben wie alle anderen Klassen. Also die waren ja dann irgendwie bei 50k Single-Target bei in Ulti schon in dem Content, ne? Und die anderen halt irgendwie, weiß ich nicht, bei 17, 18k. Konntest du halt auch Das ist schon übelst unfair. durchprügeln. Ja, und dann haben halt fast alle so gespielt. Du konntest den Boss halt einfach wegtunneln damit. Du durftest halt die Adds nicht töten, ne? Also du durftest die halt nur nebendran stehen lassen, dass die Rogues halt reinballern konnten. Und irgendwann am Ende von dem Content ging es dann nicht und dann haben wir echt rumgestruggelt bei dem Boss, wo wir dann halt nicht mehr das ausnutzen konnten. Eigentlich schon auf Farmstatus und dann doch nicht. Ja, wenn du halt alles auf die Taktik auslegst, ne? Es geht schon anders auch, ne? Den Boss im Mythic-Modus zu killen, aber es ist halt mit dieser Rogue-Taktik war es halt viel einfacher, weil wenn du halt in die erste Phase einfach durchtunneln konntest, und die Adds kaum spielen muss, dann ist es halt schon easy. Ne? Klar, du umgehst halt die Mechanik damit ein bisschen. Aber dann müssen die das irgendwie so geändert haben, dass das trotzdem noch geht mit dem AEN. Aber vielleicht, weiß ich nicht, was die. Vielleicht musst du dann auch die damagen oder so. Hä, bin ich nicht in Stealth? Okay. Ah, ich hatte noch einen Dot drauf. Nicht, dass ich jetzt Das noch kommt ja geholt auch auf hätte. die Skillung an. Vielleicht war es ja Meucheln, das so richtig abgegangen ist und du immer deine Kombos da zurückgekriegt hast. Aktuell ist halt M-Plus mit Gesetzlosigkeit richtig übertrieben. Du musst ja nur einen Klingenwirbel anhaben und du triffst alle Gegner um dich herum mit, ich glaube, 60% des Hauptdamage. Na gut, das ist Je schon mehr krass. Gegner du hast, umso besser dann. Richtig krass als Schurke. Natürlich gut an. Macht dann der Worry Tank auch so viel AE-Damage? Ja, AOE, ganz viel. Ich weiß jetzt nicht, womit er so viel Schaden macht, aber ich schätze mal mit Donnerkerl und den üblichen. Im Low Level macht ja auch ein Worry Tank richtig viel. Also ich habe ihn noch nicht gespielt, mal als DD nur. Wollte mir auch demnächst mal einen Worry Tank noch hochleveln, da muss man mal gucken. Ich komme halt auf relativ vieler E, wenn ich halt Inka ziehe, ne? Und dann reinklief, wenn ich so die Geister habe, komme ich so auf 140 oder so, kann, also wenn die ganzen vielen Geister Reaping zusammenlaufen, so 140k komme ich, ne? Wenn du vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenpulst, vielleicht ein Ticken mehr noch, aber sowas in etwa. Aber 200k Wie hatte ich noch lange hast du nicht. dann, wie lange hat's dann Cooldown auf Inka? 3 Minuten hat es Cooldown, hält 30 Sekunden. Also ich kann halt die 30 Sekunden auch durch. Also ich hatte es nicht nur in Peak, sondern solange die Mobs halt nicht sterben, halte ich das halt auch. Ne? Also es ist nicht nur so ein für 2 Sekunden, sondern das läuft ja die 30 Sekunden durch. Ne? Klar, es flacht natürlich nach hinten ab, weil die Mobs halt wegsterben. Ne? Das ist klar. Aber wenn die Mobs leben würden, dann könnte ich wird sogar noch hochgehen wahrscheinlich. Meistens droppt dann der Damage, weil die Mobs halt verrecken. Vielleicht würde ich auch auf sowas kommen, wenn ich jetzt ein High-Key laufen würde, ne, und ich 30 Sekunden auf die Viecher durchprügeln könnte, ohne dass die halt weg sind, dann vielleicht auch, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Aber Single-Target mache ich bei Vipen nicht so viel wie Ja, Worry-Tank. Bären sieht man recht selten. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich fressen die auch zu viel Schaden. Kann ich mir Das vorstellen, kann aber gut keine Ahnung. sein, ja. Du bist als Druid-Tank im Moment in dem Content nicht so sonderlich, nicht sonderlich bevorzugt. Jo, Space, schönen Abend wünsche ich dir noch.
Zeit lang waren ja DKs so bevorzugt, ne? Und das hat sich jetzt anscheinend auch gelegt. Oh, ein Instant Proc. Ah, okay, die waren wir schon. Warte, ich dachte, wir schaffen es jetzt jede Instanz einmal zu kommen. Tor der untergehenden Sonne wäre halt auch cool, weil die geht halt relativ schnell, ne? Also die kannst du echt durchspammen. Das ist eigentlich in MOP die Instanz immer gewesen, die ich mich selber durchgezogen habe, weil das am allerschnellsten ging. Warte mal, hat einer die Instanzgruppe verlassen? Jo. Hä? UWE, das war der Schurke, ne? Ja, aber warum queue ich denn mit und lief dann die Instanzgruppe raus mit der... Naja. Oder er wollte die Instanz hier nicht... ist der neue jetzt drin? Ne, der hat noch PvP. Ja, weil wir wahrscheinlich gerade den Boss gepult haben, ne? Hm, bitte. Jetzt muss er draußen warten. Naja, spielen wir es mit einem weniger. Werden wir auch hinkriegen. Kennst du dich eigentlich in der WoW-Lore ein bisschen aus? Was? Ich? Mhm. Das heißt wohl nein, oder? Worum ging's? Ich hab's nicht verstanden. Ob du dich in der WoW-Lore im Allgemeinen ein bisschen auskennst? WoW-Lore? Die Story oder was? Ja, genau. Nee, das interessiert mich gar nicht. Mein Bruder interessiert sich dafür ein bisschen, aber nee. Okay. Also ich bin der, der immer alle Filmsequenzen, alles gibt. Kein Bock drauf. Okay, also bist also auch so im Raid die Zusammenhänge, warum du irgendwas machst, ist komplett egal. Hauptsache Gear, Hauptsache irgendwie... Genau, genau. Okay. Zeit ist Geld. Also, wenn ich so spiele, dann ich lese mir auch keine Questtexte oder sowas durch, weil ich will da auch zügig durchkommen. Aber so diese groben Zusammenhänge und... warum man bestimmte Sachen macht und wichtige Persönlichkeiten, das interessiert mich eigentlich schon. Das ist der andere Typ raus. Das finde ich eigentlich schon immer ganz interessant. Ich habe dass du dich da ein bisschen auskennst, aber ich, ne, keine Chance. Also da gibt's Leute, die sich da richtig reinnörden, ne? Also da, die kennen dann den Schwager vom Bruder, vom Sohn, vom Lich King oder so, ja. Da bin ich auch raus. Also es geht ja wirklich ganz tief in die Materie, aber so die grobe Lore kenne ich und so ein paar Side-Sachen auch. Und seit ich mich da ein bisschen mehr reingedingst habe, ist es halt echt ganz interessant, weil ich finde halt, in WoW ist halt schon extrem viel Lore da und sehr viel, wo dann Geschichtsstränge auf lange Zeit zusammenlaufen. Ne? Und das finde ich schon auch interessant. Ist auch ein Grund, warum ich WoW zum Beispiel noch spiele. Also zum Beispiel das mit Jaina, ne? Das hat ja in Warcraft 3 schon angefangen, die Storyline, wo sie ihren Vater betrogen hat. Dass das jetzt am Ende hier zusammengelaufen ist wieder alles, finde ich schon ziemlich interessant. Das ist halt ein Bogen, der jetzt 20 Jahre gespannt wurde, ne? Also, weiß nicht, ob sie die Story jetzt schon so, wie sie ist, so lange geplant haben, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ist schon echt interessant. Oh shit. So, machen wir das nochmal genauso wie vorher. Mit dem Zusammenziehen. Jetzt müssten wir bloß gucken, dass wir noch einen Dude rankriegen. Lore ist manchmal ganz nett. Also, du brauchst natürlich keine Lore, um das Spiel spielen zu können, ne? Das ist klar. Ich finde es halt manchmal ganz interessant und für mich macht es im ein oder anderen Moment so ein bisschen diese epischen Momente aus. Deswegen fand ich es auch ein bisschen blöd. Jetzt ist der Heiler natürlich noch nicht hinter mir her. Ob das gut geht? Fand ich es ein bisschen blöd, als, dass du bei der Allianz so gar nicht mitgekriegt hast. Okay, ich werde halt sterben.
Ja. Du bist viel zu weit weg. Ja, ich war zu schnell. Voll Damage! Nein, das hat mich halt getötet. Mich hat der Falling Damage getötet. Ernsthaft? One. Aber ich musste runterspringen, weil dann kann ich sie 5 Sekunden von mir weghalten und dann, dann hätte ich mich unten vollziehen können. Ah! Nee, ich schlaf. Okay, wurde es weggesleept? Das ist natürlich blöd. Ah. Ja. Hätte vielleicht warten sollen, bis alle da waren. Was soll ich sagen? Also, ich fand es total blöd, dass du mit der Allianz nicht mitgekriegt hast, warum man eigentlich nach Uldir reingeht. Also, ich hab's ja über die Horn-Questreihe, ne? Da kriegst du das ja alles so ein bisschen mitgeliefert, was da der Grund ist und so. Aber wenn du als Allianzler da rein bist, dann gehst du da eigentlich komplett blank rein, ne? Du gehst da rein und haust halt so ein paar Viecher um, das war's halt. Das fand ich fast ein bisschen schade. Deswegen bin ich in Dings ganz froh, ob ich ein Video machen kann, ob ich die Story von WoW ein bisschen erzähle. Könnte ich theoretisch schon machen, aber da muss ich ehrlich sagen, da gibt es andere, die schon Videos gemacht haben, die echt gut sind. Und da würde ich dir eher empfehlen, das anzugucken. Was ich euch empfehlen kann, ist den Lore Talk von Craft und Barlow anzugucken. Die fassen die kompletten Chronicles zusammen. Also das ist quasi die Grundgeschichte, die eigentlich in vielen Büchern steht, zusammengefasst. Aber selbst die Zusammenfassung zieht sich schon ewig. Und das ist gut gemacht, interessant und auch mit einem gewissen Witz. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich könnte natürlich sowas Ähnliches machen, aber die machen das schon echt sehr gut und ja, haben da auch Ahnung drin. Also von dem her würde ich euch einfach empfehlen, dass ihr euch das mal anguckt. Und im englischsprachigen Bereich gibt es halt hier Novel, der da der Lore-Guru ist. Ja, also den Content kann ich echt empfehlen. Die haben mittlerweile schon über 50 Folgen da gemacht. Sind immer so, ja, 30 bis 40, 45 Minuten lang, so um den Dreh. Und das kann man sich gut nebenbei anhören. Das ist so Podcast-mäßig, kommt immer samstags raus, schaue ich mir meistens immer an, so nebenbei, wenn ich irgendwas am Basteln bin. Weil die heutige Folge, die habe ich noch gar nicht gesehen, ich noch keine Zeit dazu hatte. Ja. Mir so ein GS mitnehmen, ne? Wenn dann schon mal einer steht. Ja. Wie weit bist du denn eigentlich im Mythic Raid? An der Opulenz sind wir dran. Ah, okay. Ja, das ist Da ein. Vibe Nummer 80 hatten wir zuletzt. Seid ihr Bei mit uns allen? verrecken die Leute einfach zu früh. Ich selber mache auch manchmal Fehler, was mich auch wurmt. Und ich weiß nicht. Halt immer so ein bisschen zufallsabhängig, ob man komplett durchkommt ohne wirklich viele Tode. Weil du brauchst halt alle Leute am Ende. Ja. Seid ihr mit allen schon in die letzte Phase gekommen? Glaube ein oder zweimal ja. Okay. Und dann habe ich sogar einmal auch es verkackt mit einem Goldpfütze, habe ich dann abgelegt am Boss. Ah ja, gut, das ist natürlich immer ärgerlich, ne? Ja, jemanden Hand des Schutzes gegeben, da voll drauf geachtet, ne, dass das nicht schief geht und dann, ups, ich hatte die Pfütze abgelegt. Ah, das ist bitter. Mist. Ja, klar, wenn man noch was anderes achtet. Ja, aber Opulenz war auch so ein Dreck. Ich glaube, wir haben auch 100 Tries, bis wir den gekillt haben. Das ist. Aber du musst Ja, jetzt. sehen. Jetzt am Sobald. Donnerstag hatten wir sofort auch mythisch angefangen, direkt bis vor Opulenz und dann aufgehört und dann auf Heroic umgestellt und Twink Run Heroic gemacht. Deswegen fiel mir das gerade ein, als du gerade gesagt hast, du willst Heroic equippen. Dachte ich mir auch, kannst du auch eben mit bei uns, ne? Aber das habe ich nicht zu entscheiden, deswegen. Aber ein Vorteil ist, die Steffi, die Leaderin, die kennt halt dich von Okay. manchen Videos. Vielleicht ist das ein Pluspunkt. Kann ich mal fragen. Ja, wäre ganz cool, weil hier random, ne, ist das halt echt richtig ätzend. Ja, wir spazieren durch Heroic, das ist voll easy. Dabei, ne? Brauchst du Auch dann so Tehna, Technik? die wurde ja auch, ich glaube, um 5% genervt. Ja. Ah ja, stimmt, da kam ja auch nochmal ein Nerf. Ach ja. Aber was gut ist, ne, sobald ihr Opulence down habt, die beiden danach, die sind meiner Meinung nach wesentlich einfacher. Gut.
Also nicht, dass Opulenz krass schwer ist, aber Opulenz hat halt so viel Fehlpotenzial, was die anderen Bosse eher weniger haben. Ja. Dann kommt Mechadrill, dann wird's wieder lustig. Ja, der ist schon auf Heroic. Nicht so cool, finde ich. Ja, ich weiß halt nicht, warum Blizzard. Gut, es ist natürlich der Mythic-Modus, ja. Aber warum Blizzard einen Boss reinmacht, wo du gezwungen bist, dich in dem Voice zu quasi abzusprechen. Also es musst du ja machen. Also mit Schreiben wirst du es nicht machen können. Also das kann mir keiner erzählen. In der Mythic hast du ja noch weniger Zeit, dass du es mit Schreiben, dass du dich da absprechen kannst. Also du musst quasi das ins Voice gehen und brauchst da ein zusätzliches Tool für. Und das sollte doch eigentlich nicht das Ziel sein von einem Raid. Und das brauchst du ja eigentlich schon im HC oder NHC, ne? Also du musst dich da ja eigentlich auch schon so weit absprechen. Finde ich ein bisschen komisch. Oh, da ist einer, da wollte so stehen geblieben. Ja, aber manche spielen ja nicht als Main das, was am stärksten ist, sondern was sie halt spielen wollen, ne? Deswegen spiele ich zum Beispiel als Main auch Druid Tank, obwohl das jetzt nicht gerade der beste Tank im Moment ist, ne? Will Aber auch es. Retri, ist auch recht weit unten bei DD-Klassen, aber macht Spaß. Ja, also da muss man auch ein bisschen gucken. Und oftmals ist es ja auch bei den Leuten, die dann sagen, jetzt muss ich immer die beste Klasse spielen, dass die ihre Klasse so ganz ordentlich spielen können, ne? Dann gehen sie wieder auf irgendeine Klasse, die anscheinend besser sein sollen. Dann spielen sie die halt grützemäßig, weil sie halt einfach wenig bis keine Spielerfahrung haben. Und du musst dich, auch wenn du ein guter Spieler bist, musst dich immer ein bisschen reinfuchsen. Ne? Also, ich muss mich in die Katze auch reinfuchsen. Ne? Ich spiele die auch noch nicht sonderlich gut. Ja? Was du da vorher gesehen hast, wo ich im Plus drin war, da so, muss man so ehrlich zu sich selber sein, dass man da halt auch eine gewisse Zeit braucht. Ich muss dann viel mehr auf die Buttons gucken, als ich jetzt beim Druid Tank machen würde, weil ich das halt mittlerweile auswendig kenne. Ne? Also du brauchst immer ein bisschen Zeit, um dich da reinzufuchsen. Manche mehr, manche weniger. Und dann ist es halt immer die Frage, wie sinnig ist es, von einer Klasse zur anderen zu hoppen. Ne? Da gibt es halt die Leute, die sagen, okay, meine Klasse ist scheiße, geht eh nichts, hoppen zu der nächsten, spielen die ein bisschen, merken dann, sie reißen damit auch nichts und gehen dann wieder zur nächsten weiter und dann gewinnst du halt nichts. Ne? Dann spielst du halt lieber eine sinnig und halt nicht die allerbeste, sondern halt vielleicht eine, die im Mittelfeld ist und performst damit halt ordentlich. Ne? Es Bei gibt halt. Rüdiger war ja auch Schamane ganz, ganz schwach, ne? Und dann haben sie einmal ein bisschen dran gedreht und schon ist er wieder weiter oben. Halt immer so, ne? Wenn du sofort zu der Zeit deinen Main fallen lässt, nur wegen einer kurzen Phase, weil schlecht ist, ist halt, naja, blöd. Ja, es ist immer mal so, dass eine andere Klasse besser und schlechter ist. Ne? Ich sehe es ja bei mir als Tank in den verschiedenen Contents. Druid Tank war mal der beste Tank, war mal der schlechteste, war mal im Mittelfeld. Ich kann jetzt halt jedes Mal rumheulen oder Zähne zusammenbeißen und durch. Es ist meistens nie so, dass es so schlecht ist, dass es nicht spielbar ist. Obwohl es halt x Leute gibt, wenn eine Klasse 2% schlechter ist als eine andere, dann heißt sofort, die ist nicht spielbar, da kannst du nichts mitmachen. Das sind halt eher diese Ausreden, die kommen, ne? Die Leute suchen halt immer lieber eine Ausrede, um irgendwie zu rechtfertigen, dass sie nicht scheiße sind, ja? Anstatt halt einfach mal ein bisschen Arsch zusammenzukneifen und durchzuziehen. Das ist ja auch im Plus der Fall, ne? Da heißt dann, es geht bloß die Beste, komm, alles andere ist nicht spielbar quasi. Wenn man auch denkt, also für einen Zehner oder Key und in dem Bereich sollte das eigentlich kein Stress sein, ne? Wenn das jetzt vielleicht die allerhöchsten 20er, 25er Keys sind, das ist eine andere Sache, ne? Aber da tun Leute schon im Low-Bereich rum. Also, wo ich mir auch denke. Ah, schau mal an, Tor der untergehenden Sonne, die wollte ich rein. Deine Ini. Die ist echt gut. Wenn die Leute mitlaufen, ist das gechillt. Warte mal, hat der eine schon. Ach nee, das. Oh, mein Trank ist abgelaufen. Deine auch? Oh, ja. Ach fuck, haben wir jetzt den Abschluss nicht gekriegt? Kann ich dir nicht sagen. Ach, einer könnte ja zurückspulen und das. Du mal sehen. Das würde gehen. So. Dieses blöde Ge rausgenommen hier. Wird immer kurz weggezitzt.
Das geht, dass du hier alle zusammenziehst, wenn du genug Damage hast. Die schnell fallen. Ist gerade traurig, dass wir zusammen 80% des AE-Schadens hatten, ne? Ja, meistens ist das Geheimnis einfach sofort in Fight zu gehen. Ja, Da du bleibt man musst. nicht die Zeit. Ja, du musst halt zügig sein. Gut, als Tank bist du im Normalfall halt eh einer der ersten, der dran ist. Und wenn Ja. nicht, dann läuft irgendwas falsch. Du musst als DD halt immer zackig dranbleiben, das ist richtig. Die meisten verlieren durch Laufwege ihren Damage. Das ist schon fast das ganze Geheimnis bei mir. Verzauberungen und ansonsten, ich habe die gleiche Klasse wie andere. Es gibt auch immer so Leute, die sich in so Instanzen verirren, wo ich mir denke, lauf doch einfach den Leuten nach, ne? Es ist ja nicht so, dass du viel langsamer bist als die anderen. Und vor allem, die müssen ja auch kämpfen, ne? Sie laufen nicht die ganze Zeit in der Instanz. Also, ich frage mich, wie du dich in Instanzen verlaufen kannst. Das will mir einfach nicht im Kopf. Ich einfach als Idee der Truppe hinterher hatsch, dann kann eigentlich nichts passieren. Ach, das geht immer. Wir hatten auch immer einen Kollegen mit Kronsteig gespielt und trotzdem, irgendwann, wenn du dann alleine mal durchlaufen musst, weil du gestorben bist, dann findest du irgendeine Tür nicht oder eine Treppe nicht und dann läufst du tausendmal vorbei und dann musst du den Kollegen dann wieder oben abholen. Gut, ich sag mal so, klar, wenn jemand gestorben ist, das lasse ich mir eingehen, ne? Wenn es jemand ist, der sich dann den Weg nicht merkt, gut, das kann passieren. Aber dass Leute verloren gehen, weißt du, dass sie wirklich in der Instanz verloren gehen, wo ich mich frage, wie kann denn das sein? Gut, in Karasan oder so, wenn sich da Leute nicht auskennen. Ja, aber du läufst, du siehst doch die anderen Hansel, die da rumlaufen. Wenn du den einfach nur Ja. hinterherläufst, dann dürfte das. Das gibt's doch gar nicht hier. Eigentlich wollte ich die E skippen und auf dem Aufzug rauf, dann bleiben die nämlich unten stehen und resetten alle, aber wir können jetzt in die E schon halb tot, das können wir die auch töten. Eine ist schon sehr weit hinten, also ich glaube, wir müssen die killen. Ja, unser Mage hier. Nicht verlaufen, ne? Jetzt haben wir es gerade gesagt. In der Smog kann er mich nicht heilen. Relativ zügig. Ist der unten jetzt? Ne, das ist der Wichtel, okay. Zum Glück sind wir lauter Ranges, ne? Dann geht der Boss hier. Weißt du, was das Problem mittlerweile ist? Es gibt zu viele Leute im Internet, die so halb Ahnung haben und die dann Leuten erzählen, was das Beste und was das Schlechteste ist und das dann so suggerieren, ob das eine 10.000% besser als das andere ist und das andere überhaupt nicht spielbar ist. Und da gibt es leider zu viele Leute von. Und dann gibt es halt sehr viele Leute, die wenig bis keine Ahnung haben, die sich so ein Video angucken oder so eine Information irgendwo lesen und dann meinen, das ist Gesetz. Und dann jedem meinen, erzählen zu müssen, dass die Klasse unspielbar ist und dass das nicht geht und das kann man nicht mitnehmen und das funktioniert nicht. Ne? Und da von diesem gefährlichen Halbwissen gibt es leider einfach viel zu viel. Und ehrlich gesagt schadet das der Community am meisten in WoW. Als halt sehr wenig Wissen und sehr viel Meinung gibt von Leuten. Ne? Mit Sicherheit ist es so, dass manche Klassen im bestgespieltesten Fall schon einen einigermaßen großen Unterschied vom Schaden haben zum bestgespielten Spiel der anderen Klasse. Das gibt's, ne? Aber meistens die Leute, die sich sowas angucken, spielen halt im Niveau von irgendwie einem unteren Content und da ist es dann eigentlich relativ wurscht, muss man ehrlich sagen. Da ist dann einer, einen schlechteren DD gut spielt, trotzdem höher als jemand, der einen Top-DD spielt, quasi, den er halt so halbwegs kann, ne? Also, da muss man halt auch mal ein bisschen drauf gucken. Nudala. Naja, jetzt geht eigentlich, bin schon fast wieder Level up, ne? Zieh die gleich alle wieder zusammen hier.
Und den Boss auch noch mit ran. Gut. Jetzt können wir cleaven. Mal gucken, wer von uns weggecleaved wird. Ich hab alles drin. Ja, der Boss, der macht ja auch so cleave Damage. Ja, ist. Der cleaved nach vorne ein bisschen raus. Ach, ich hasse das, wenn die dann spawnen. Okay, gut, ich muss gar nicht in sie reinlaufen. Die sind ja mit Zweier keine Explosion eh tot. Ja. Ich zieh den hier vorne rum, ihr seid ja eh alles Caster. Und ich kann den ja so, theoretisch sogar in der Grütze stehen lassen. Es ist ja vollkommen wurscht. Du sagst, der Schaden wird reduziert an ihm. Ah. Okay. Ich dachte einfach nur, dass es immer wegen der Void ist. Weil ich habe den sonst auch immer im Kreis gekitet, aber eigentlich wegen den Melees. Ich wusste jetzt nicht, dass er auch weniger Damage gekriegt. Ah, schau mal, Latni aus. Aber bleibt es dann permanent auf ihm drauf, oder... Weiß nicht, es ist hochgesteckt, als er drin stand. Ja, also recht okay. Schnell. Ich denke mal, es ist auch genauso schnell wieder weg, wenn du ihn rausziehst. Okay. Ich habe den halt nie gesehen, ich habe den halt per se schon immer weitergezogen. Weil meistens halt irgendein Melee dran ist und dann kann er halt nicht dran stehen. Na gut, okay, dann musst du den auch bei einer kompletten Castle-Gruppe weiterziehen. Gut zu wissen. Ich attack den mal, dann könnt ihr hoch. Wo sind die anderen? Okay, anscheinend kennt das hier keiner. Ich gehe mit dir hoch. Ich glaube, alleine schaffe ich es nicht ganz. Ja, das ist. Ja. Muss hier eh nichts tanken an sich. Cooldowns muss ich ja behalten für die Phase, wo er dann mehr Damage kriegt. Achso, dass du oben im Recon stehst. Damage Meter. Ja, man muss alle Tricks kennen. Ja, klar. Ja, Damage bin ich immer am liebsten. Oder Tank. Ah, Heiler kann schon auch was für sich sein, aber ich glaube, komplett Main als Heal möchte ich nicht spielen. Du bist halt am abhängigsten von anderen. Also vor allem jetzt im Solo-Content ist halt, ne? Ja, mittlerweile kann man ja als Heiler auch ganz gut überleben. Früher war das kacke. Ja, nämlich noch auch bei Classic als Priest, war doof. Alles zu dotten, Schild drauf haben, weglaufen. Ja, vier. Ja gut, die haben ja den Damage auch ein bisschen angehoben, ne? Teilweise ist es so, dass ganz im Low-Level, ne, dass Heiler am meisten Schaden machen. Ja. Also mein so Bruder spielt ganz gerne Druiden und dann geht er kurz in Katze, macht da so Dots drauf und dann halt er wieder weiter und... Weil also er hat schon wohl im Low-Level auch so einen Prankenhieb oder irgendwie so eine AOE, das wohl ziemlich stark ist am Anfang, ne? Du kannst ja als Druid auch Catweaven und da auch richtig rausdamagen, ne? Also... Ja, oder das ist es. Ich weiß nicht, wie es hieß. Mhm. Geht schon einiges. Jetzt muss ich mal gucken, was Schrall muss ich danach noch. Ach. Noch Secura. Irgendwas fuckt hier. Und hast schon alle Schätze? Noch nicht ganz, aber ich habe schon einige abgegrast. Einer ist schon 90, aber wir dürften ja noch eine gehen können, ne? Solange er noch 90 ist. Genau, solange er noch 90 ist, geht's. Dann ist er nämlich noch in unserem Bracket drin. Sobald er dann drüber ist, funktioniert's nicht. Was, die Mini-Salamis? Ja, ich hab keine mehr. Ich hab die alle zusammen gegessen. Hier liegt nur eine leere Packung rum. Anti wird mich jetzt wieder steinigen, weil ich die nicht weggeräumt habe, aber sonst liegt hier nicht so viel rum. Ja, gut, vielleicht noch. Ja. An die waren wir schon, ne? Schon. Ich mach das wieder genauso. Ich hab was zum Abgeben. Sehr gut. Ah, Quest vergessen abzugeben, hä? Du bist jetzt zur Sicherheit lieber HT poppen. Ich will nicht sterben. Eigentlich ist das relativ gechillt. Jetzt bin ich gestunt. Nochmal gestunt.
Ah, wir machen das. Wir räumen hier auf. Ja, das geht eigentlich voll klar. Du sollst sehen, der quatscht halt hier ewig, ne? Und wenn du dann ihn gleich triggerst, dann kannst du den Trash ganz bequem machen und dann mit dem Boss anfangen. Siehst du, perfekt, Trash stirbt, Boss ist da. So hast du es halt damals im Time Walker, sag ich, im Challenge-Mode auch immer gemacht, ne? Das war zwar der ein krasser Pull dann, aber ging. Musste ein bisschen kiten, die Mobs. Warst du halt schon ganz gut Zeit. Auf jeden Fall. Und die alten Kniffe noch quasi anwenden hier. Was ich ein bisschen blöd finde, es gibt so diese Challenge-Mode-Ports, ne? Also wenn du die Innie einmal auf Gold geschafft hast, hast du so einen Port immer zu den Dungeon hin. Schade, dass die nicht account-wide sind, ne? Die habe ich leider nur mit einem Char. Wie Port, so wie Portal vom Mage oder was hast du dann? Kannst du Nee. jederzeit anwenden? Ja, du kannst dich jederzeit anwenden. Ja gut, wer jederzeit nicht. Du hast halt dann so eine Leiste, also wie bei den Portalen von Mage, und dann jede Instanz, die du in Gold hast, wird da angezeigt. Dann sind 8 Instanzen oder so, kann ausklappen, dann kannst du dich porten, aber es hat halt 8 Stunden Cooldown, ne? Aber ich kann mich halt zu irgendeiner Instanz hinporten. Praktisch, also wenn du irgendwelche Quests oder so hast, wo du mal irgendwo in der Pampa musst, und dann hast du da halt irgendwo eine Instanz in der Nähe, drückst du halt den Port hin, zum Beispiel zum Dings hier, wie heißt's, zum Neo-Sau-Tempel, wo du diese Bonus-Rolls für den Schar des Zorns zum Beispiel holen kannst. Da ist ja auch eine Instanz in der Nähe, da kann ich mich halt immer mit dem Main hinporten direkt und kann da halt die Bonus-Rolls holen. Zum Beispiel sowas. Oder wenn du mal irgendwelche Quests hattest du jetzt auch in Legion, wo du dann in die Pestländer musst. Und dann gibt es halt nach Stratholm zum Beispiel auch ein Portal, weil das ja auch eine von den MOP-Challenge-Mode-Inis war. Es ist jetzt kein Riesending, wo ich sage, hier, ne, bringt dir jetzt krass viel. Aber es ist halt nett, ne, dass du so einen Instant-Port zu den Instanzen hast. Sind ja überall in der Welt verteilt, die Dinger. Und das gleiche gibt es ja auch in WoD dann nochmal. Ja, gut, der 8-Stunden-Cooldown ist halt schon happig, ne? Aber wie oft portest du dich halt so in die Pampa, ne? Vermisst habe ich sowas bis jetzt noch nicht. Man Nee, kommt ja mit ja. dem Portalraum auch ganz gut durch die Welt. Ah, das stimmt schon. Es ist halt so ein zusätzliches Goodie quasi. Ich werde die jetzt die ganze Zeit weiterziehen, dann werde ich nämlich nicht gestunt. Immer aus der Range lauf. Muss halt die ganze Zeit move, ne? Ich werde jetzt die im Kreis ziehen. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Passen sie halt die ganze Zeit immer ins Leere, die Viecher. Bloß die hier heilen halt, ne? Also die müssen wir interrupten. Ich mag jetzt mal die zwei. Mach Toten kommen. Hab X gecountert. Ja, okay, jetzt bin ich zurückgelaufen. Jetzt bin ich wahrscheinlich in der Stun-Rota drin. Ja. Jetzt war's das mit mir. Jetzt bin ich durchgestunt. Ah, doch. Einmal rausgekommen. Kann ich nochmal desorientieren? Naja. Ja, schon, das geht halt auch. Weil die können eigentlich nicht viel, diese Saurocks, außer halt die ganze Zeit diesen Stun rauszuhauen. Aber wenn du die ganze Zeit movest, die haben eine relativ kurze Range, ne? Wenn du immer aus der Range läufst, bei dem Stun, dann casten die die ganze Zeit die Leere und das passiert halt nicht viel. Nicht recht praktisch. Oh, weiß ich nicht, der ist halt nicht so oft zack, weißt du, der ist halt nicht sofort an den Mobs dran. Aber dafür macht er auch noch ganz okay einen Schaden. Ich zieh die wieder hinter die Ecke.
halt ein bisschen blöd. Eigentlich müsste ich von dem einen auch wieder weglaufen, ne? Aber dann rennen die Mobs aufeinander. Und dann lasse ich mich lieber stunnen, lasse alle zusammengezogen und dann kannst du die halt krass weckerehen, dann geht das ein bisschen besser. Ich versuche halt die Instanzen meistens so zu spielen, dass du möglichst zügig durchkommst, ne? Stirbt der Boss jetzt vor dem anderen Mob? Der gibt dem halt noch einen Damage-Buff, ne? Dann kriegen ja 50% mehr Schaden, also der Boss kriegt ja 50% mehr Schaden für jeden von den kleinen Mobs, die du gekillt hast. So, Dollar. Mal gucken, ob ich mal wieder ein bisschen Gear anziehen muss. Ah, ich habe anscheinend doch das ein oder andere Teil. Und dann muss ich nichts rappen, ne? Schuhe. Ah, schau, das ist auch besser. Handgelenke. Also, oh, ich habe jeden Slot, hatte ich was Besseres. Tja, jetzt sind wir da zu zweit, ne? Anderen waren zu langsam. Ja, machen wir. Fertig die Ini. Ja, kriegen wir hin. Sie selber heilen. Bisschen stärker noch. Hast du die Rolle? Schau mal an. Warte, aber wir müssen die theoretisch doch gar nicht machen. Wenn wir jetzt schnell sind. Ah. Warte, ich mache ein bisschen. Ja, die werden. Egal, ja, damage die einfach. Ich schmeiß mir Dings rein. Kriegen wir ohne Heiler. Passt. Musst du halt echt sehen, ne? Jetzt ist die Stunde gerade wieder voll. Zwei Level waren das gerade mal, 2,5, fast 3. Das zieht sich halt echt richtig, ne? Verhältnis zu den anderen, ja, zieht sich das hier am meisten. Aber Cataclysm ist jetzt auch nicht wirklich besser, ne? Ja, Pandaria ist da schon, das ist die bessere Wahl. Ja, ich glaube auch. Petze oder sowas gibt's da ja nicht, ne? Kennst dich da ja aus. Nee, da kannst du nichts machen, leider. Schätze gibt's leider nur hier. Ich habe zum Glück noch ein paar Schätze offen, ne? Also, schon ein bisschen Level basteln. Naja, zumindest geht's dann in Ding schnell. In WoD. Mal gucken, wie lange ich heute noch mache, ob ich dann noch ein bisschen WoD basteln werde. Mal schauen. Aber ich kann ja morgen dann auch noch ein bisschen machen. Denk mal, wenn ich morgen durchziehe, dann komme ich auf Stufe 100. Ja, du bist morgen raiden, oder? Abends? Ja, ist so geplant. Okay, ja gut. Heroic stehen jetzt nur noch, ich glaube, die letzten drei. Okay. Also falls wir kurzfristig doch noch Heroic statt mythisch gehen, kann ich mich ja melden. Falls du Bock hast. Klar. Falls der Lead nichts dagegen hat. Jo, muss man halt fragen, ne? Wenn's klappt, wär's cool, wenn nicht, bin ich auch nicht böse. Jo. Denkst du, ist halt bei uns eher nicht so Mangelware? Und aber ich kann auch Katze spielen. Ich habe jetzt heute geguckt, irgendwie 17-18k hatte ich zumindest als Katze. Ja. Das ist jetzt nicht pralle. Problem. Aber ich denke mal, das müsste gehen. Zumindest ich bei dem ersten. Eule ist eigentlich nicht schlecht. Schon mal probiert? Das stimmt, Eule ist im Moment besser als Katze. Wobei, ich will ja Katze in der Arena, oder ich spiele ja Katze in der Arena, deswegen mache ich das den ganzen Spaß ja, weißt du? Das okay. Und ja, dementsprechend habe ich meine Trades auch auf Katze angepasst und alles. Für Eule habe ich halt, also ich habe halt keine Caster-Waffe und Trinkets und alles, ne? Also ich habe mir jetzt heute ein paar Sachen geholt mit dem anderen Char. War schon ganz gut. So. Ganz Level Up sind wir nicht mehr, dann können wir uns einmal hier rausporten. Gut, Stunde ist wieder rum. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.